Hallöchen Leute, ich muss mal hier eine Sache reparieren bei mir. Und zwar ist das mein Kartenriedergedönse hier. Und zwar geht... Ist er jetzt weg? Gut. Und zwar geht hier der Mini- oder Micro-SD nicht mehr richtig. Und der SD macht auch ein bisschen Probleme. Ja, den muss ich da jetzt erstmal rausschrauben. Und mal gucken. Ich habe die Vermutung, dass da nur eine Lötstelle oder irgendwas lose ist. Und auch diesen Frame, den ich mir hier mal gedruckt habe, den muss ich mal neu drucken. Da muss ich mir mal was anderes einfallen lassen. Das ist mir ein bisschen zu wackelig. Das ist ein bisschen zu wackelig. Der hängt hinten runter und hat keine Stabilität. Sind jetzt hier irgendwo versteckte Schrauben? Ne, Kartrieder, ja, 75 in 1, ja. Wo auch immer da 75 Stück reinkommen, keine Ahnung. Keine Schrauben. Mal gucken, ob wir das Ding hier irgendwie auseinanderkriegen. Scheint ja so zu gehen. So, das sind diese, ist die Seite. Da ist eine Schraube. Und ich brauche diesen Mini-Kartenreader, weil ich sonst meine Karten nicht mehr ausgelesen bekomme. Ja, toll. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ach, so. So. Ja, ist ein bisschen dreckelig. Problem ist wirklich, ich brauche den sehr häufig, den Kartreader, für die Micro-SD-Karten-Geschichten. Ah, das ist jetzt hier eine, die ist nicht besonders. Ah, ich stelle mal um auf das andere. So, mal gucken. Gehen wir mal ein bisschen dichter. Sind das jetzt Lötstellenlose? Weil wenn ich ein bisschen drücke an der Karte, geht das. Ja, die sind fest. Und wenn ich hier eine, die habe ich schon nachgelötet. Und hatte ich die getauscht? Gott, wie habe ich das denn nachgelötet? Scheiß drauf, ist egal. Wenn ich hier eine Karte so halb reinstecke, dann geht der hier meistens. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Kriege ich das jetzt dahin? Kriege ich da jetzt Licht rein?
Ja, wo er denn? Kontakte nur dreckig. Oder verbogen. Ich kann es nicht erkennen. Ich habe zu wenig Licht. Ach, das ist der falsche da unten. Der da drinne muss das. Der da drinne, den brauche ich. Ja. Das Problem ist, wie kriege ich da jetzt Licht rein? Und so geht's. Ich habe jetzt auch keinen Ersatz da. Das ist einmal da und einmal da angelötet. Da müsste ich das Metallteil ja abkriegen. Gut. Kriege ich das da hin? Nee. Moment, ich versuche das mal von der Seite hier abzuhebeln. Aua. Hier ist da ab. So, das habe ich jetzt sehen können. Ihr habt das nicht sehen können. Da ist er ab. So, jetzt noch die andere Seite. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas sehen könnt. Irgendwie ist mir gerade das Mikrofon im Weg. So, das ist auch lose. Ich hoffe, ihr hört. Das ist jetzt Kontaktspray. Also ein Oxidlöser. Eventuell reicht das ja schon. Ich weiß nicht, ob das scharf genug ist für euch. Also bei mir sieht es hier scharf aus. Ich bin ja hier direkt auf dem Fernseher am gucken. Wieso ist hier unten... Wieso ist denn da so eine Delle drin? Was ist das denn? Oder muss das so? Habt ihr gerade gesehen, ich habe den Nübbel ein bisschen. So, vielleicht klappt das ja, vielleicht reicht das ja schon aus. So, machen wir da die Metallabdeckung wieder drüber.
und löten die ganze Geschichte wieder an. Die ist wieder drin. So. Ich muss da irgendwie schräge. Das wird da reingeschoben. So, jetzt ist er zu. So, kriege ich den jetzt noch da rein? Ja, so. Jetzt muss ich den nur noch wieder einbauen und ausprobieren, ob das hinhaut. Wollen wir was einfallen lassen, weil der hängt hier hinten immer runter. Das ist doof. So, dann ist jetzt hier das Video beendet. Ich teste das aus. Falls das funktioniert, sehen wir uns nicht weiter. Wenn es funktioniert hat, dann ist das Video jetzt hier zu Ende und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.